Hallo und willkommen zurück zu Life in the Woods. Wir wollten... Oh, lustiger Grafikbug. Die Kiste. Wir wollten jetzt anfangen, unser Haus ein bisschen zu bauen, auch wenn es erstmal nur teilweise sein wird. Weil ich habe festgestellt, wir haben ja fünf Holzsorten. Die sieht man hier. Und es gibt ja wesentlich... Ah, hier, das ist... Auch so ein Metall, was man dann aus der neuen Welt da kriegen kann. Es gibt wesentlich mehr Holzsorten als nur die fünfte, die wir dort gesehen haben. Wie kann man das jetzt nochmal anzeigen? Wir können ja einfach mal Lock. Ja. Also hier sieht man, die Holzsorten sind schon sehr viele und jeder hat ihre eigene Planks-Sorte, also Balkensorte. Das heißt, es gibt so viele unterschiedliche Farben. Was ich erstmal mir überlegt habe, ist, ich werde ein Stück des Hauses ja unten in der Höhle sozusagen, die Sonne geht bald unter, aber trotzdem, ein Stück des Hauses unten in der Höhle festmachen. Dass man eben leichteren Zugang zum Wasser auch hat. Siehst du, ich habe noch gar nicht jetzt in letzter Zeit heute hier in die Fischernetze reingeschaut. Ui, ja, das stimmt. Feather Falling, das ist sehr schön. Vier Nametags. Ah, die scheinen sich ein bisschen das Einzugsgebiet zu klauen, so sieht's aus. Ja, es fällt vielleicht auf, ich habe hier ein bisschen. Weil ich mich ja dazu entschieden habe, den Fußboden aus diesem Holz da zu machen. Von den Bäumen habe ich ein bisschen Bäume davon gefarmt. Und es hat jetzt eben über 2 Tage gedauert, bis ich da genug Holz von diesen Bäumen zusammen hatte. Weswegen auch die Fischfallen so voll waren. Und naja, ist alles so. Jetzt 2 Tage haben sich auch Monster wahrscheinlich unterm Haus gesammelt und so. Ich habe mir noch ein bisschen was angeschaut, was man da machen kann. Hier habe ich in der Zwischenzeit die Bienen wieder aufgestellt. Mir eingefallen, das ist ja auch über Zeit, dass sich das erst hier füllt. Hat jetzt noch nicht so viel gemacht. Die ich hatte, habe ich noch hier getrennt in Wachs und Honig. Damit sich das über Zeit auch füllen kann. Und ich werde versuchen. Verschwindest du gerade im Ofen? Ich will aber nicht, dass du gebacken wirst, du Schwein. Ich werde aber versuchen, das Bienenwachs oder das Wachs für Kerzen zu nutzen und nur Kerzen sozusagen in dem Haus dann zu machen. Also richtige Kerzen, nicht hier diese Kerzen, sondern richtige Wachskerzen. Das sieht ein bisschen schön aus, finde ich. Ich muss mal schauen, ob die auch in die Wand zu setzen gehen. Dazu brauche ich dann wesentlich mehr String noch. Also muss ich mal schauen, ob ich irgendwo noch mehr Spinnen finde oder wo ich String sonst wegkriege. Apropos, kann man nochmal nachschauen. String, da kann man nochmal nachschauen, wo wir jetzt String nochmal herbekommen. String, String, String. Ach, hier aus Baumwolle, genau. Baumwolle hatten wir auch ein bisschen. Also, hier ist jetzt nicht so viel, glaube ich. 12, aber wir hatten schon ganz viel gesammelt. Da könnte man nämlich dann die Kerzen draus machen. So, und wenn man jetzt so schaut, man braucht ja das auch für die Kerzen, wie gesagt. Man kann hier also weiße Kerzen machen, einfach nur aus Wachs und String. Ja, das andere Wachs, aber das Bienenwachs gilt dafür auch. Deswegen dieses F und ein anderer Typ steht da. Da kann man nämlich Bienenwachs oder Candleberrywachs. Und für Candleberrywachs braucht man ja diese Beeren. Davon haben wir ja auch, glaube ich, auch noch welche. Habe ich ja mal zurückgehalten, sozusagen. Ja, und da würde ich eben solche Wachskerzen überall hinstellen. Man kriegt 4 Stück aus einem Faden. Ja, das ist schon okay. Und dann kann man nämlich auch mit Sachen, die ich sonst nicht mitgenommen hätte, hier so Schrupp und so, kann man grüne Kerzen machen, beispielsweise. Ja, also es gibt verschiedene Sachen, wie man grüne Kerzen zum Beispiel machen kann. Hier aus Schrupp oder aus grüner Farbe und andere Kerzen kann man eben aus anderen Farben machen. Ja. Also werde ich mal schauen, was in dem Haus passt. Und dann habe ich mir gestaltungstechnisch auch schon ein bisschen überlegt, wie ich das Holz machen werde. Also ich hatte ja mal gesagt, ich will eigentlich nicht mit Carpenters Blocks, diesen Blöcken da machen, rumhantieren, die man da so sehr viel manipulieren kann. Einige von euch werden das kennen, andere vielleicht nicht. Die, die es nicht kennen, die werden das dann noch kennenlernen, weil ich will jetzt vielleicht doch ein paar davon benutzen, ganz einfach deshalb, weil die Möglichkeiten sind einfach mal zu, es ist zu ergiebig von den Möglichkeiten her, als dass ich diesen Aspekt des Mods hier einfach, naja, ignoriere.
sage ich mal. Ich will kurz hier vorbereiten, aber ich muss aufpassen. Naja, darauf muss ich auch aufpassen, das stimmt. Ich muss aufpassen, es wird gleich Nacht. Muss ich schlafen gehen. Ich schaue noch mal ganz kurz, wo die Sonne jetzt steht. Also durch die Shader ist die ein bisschen schräg, aber dort geht noch. So, das hier muss ich noch weghacken. Ich muss jetzt überlegen, ob ich noch eins tiefer gehe wegen dem Holz, dann was ich hier unten dann hinsetzen will. Also ich wollte hier erstmal einen Gang schon mit Holz sozusagen hier hinterführen, in diesen großen Raum und das dann als eine Etage des Hauses sozusagen benutzen. Ich muss eben überlegen, ob ich das jetzt auf dieser Höhe mache, das Holz, oder eine Höhe tiefer. Weil das Wasser ist auf der Höhe und wenn ich jetzt eine Höhe tiefer gehe, könnte ich auch sozusagen einen kleinen Steg auch noch hier mit verankern. Dann mache ich das hier noch ein bisschen weg. Ja, ich denke, so werde ich das machen. Das heißt, ich mache noch eine Etage weghacken. Ich muss nur aufpassen, hier drunter sind noch Höhlen, das weiß ich. Die sind definitiv noch nicht ausgeleuchtet. Weswegen, ja, ich vorsichtig sein muss. Ich darf nicht einfach hinrennen. Das soll jetzt noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Das werde ich jetzt machen. Ich lasse euch jetzt ein bisschen dabei sein. Wir werden aber jetzt die nächsten 3, 4 Folgen hier nicht nur an dem Haus arbeiten, denn wir haben gesehen, es gibt noch jede Menge Holz und außerdem gibt es noch andere Sachen, die ich gerne haben wollen würde. Die würde ich mir dann auch versuchen wollen zu holen. Ich muss mal kurz schauen. 1, 2, 3, 4, 5. Man muss ja schon möglichst ungerade machen und dann muss ich überlegen, wie breit mache ich den Gang und dann muss ja außen lang noch sozusagen Wände aus den Materialien, die ich haben will, gemacht werden. Das heißt, ich werde wahrscheinlich noch eins weitermachen und dann hier sozusagen die Wände aus Holz noch machen. Oder ich mache hier in die Richtung Zweier gehen. Ja, das werde ich machen. Und dann wird das durch Holz ersetzt. Das ist dann wirklich noch begehbar. Und hier kommt noch Holz einfach ran. Also so jetzt. Nicht das Holz, aber ja, dass man sieht, was ich meine. So, es geht erstmal zurück. Es wird gerade Nacht. Ich will nicht, dass hier alles rundum spawnt. Ja, ich muss hier auch mal irgendwie hochkommen. Ah, genau. Ja, und da will ich eben noch mal ein bisschen rumlaufen, zum einen, um andere Bäume zu finden. In dem Magiewald gab es ja noch Bäume, aber das war mir ein bisschen zu gefährlich, ne? Die Sonne geht doch gerade unter. Es war mir ein bisschen zu gefährlich, jetzt in dem dort reinzugehen. Und dann würde ich vielleicht auch noch gehärteten Lehm, also Hardened Clay, holen, dort aus dem Biom, was wie das Mesa-Biom in Vanilla Minecraft ist. Aber hier ist ja ein anderes Biom, das diese ganzen Hardened Clay-Sachen hat. Ich muss aufpassen, dass hier kein Dorfbewohner rausrennt, weil den muss ich erst wieder reinschieben dann. Ich wollte jetzt hier runter. Also die Folge werde ich hier noch den Fußboden mal testweise reinmachen und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Ob es mir gefällt. Und die Fischfallen, wie schnell gehen die? 6 Fische schon wieder, also kann man sagen, was man will, aber das ist eine gute Nahrungsquelle, finde ich. Werde ich dann mal wieder, wenn ich wieder hochgehe, backen müssen, den Fisch. Da ist ein Spinnennetz, das ist wieder Faden. Vielleicht mal holen gehen. Und kein Inventarplatz. Weil ich die Steine gerade abbaue, genau. Ich will ja den Boden daraus machen und die Wände. Habe ich mir überlegt, unten so eine Linie von diesem Holz. Ich will das mal kurz zeigen. Hier kommt jetzt der Fußboden hin, das heißt. So ungefähr die Wände. Dann eben drüber eine andere Farbe des Holzes. Wobei ich da dann vielleicht schon den ersten Einsatz von Carpenters Blöcken mal machen werde, weil sich da noch ein bisschen mehr machen lässt. Aber das werde ich dann mal zeigen. Ich muss mir erstmal selbst nochmal genau angucken, was damit alles zu machen ist. Ich muss jetzt die Kerzen neu setzen. Ja, ihr könnt ja sagen, was ihr davon haltet, was ich hier vorhabe. Ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Höhle, wie gesagt. Und nicht zu wenig Höhle. Ich hätte gar nicht gedacht, dass die so groß ist. Hier, man kann auch runterwerfen, denn es ist unten beleuchtet. Uhuhu, das ist lustig. Da komme ich ran, cool. Ich sollte vielleicht doch erstmal da unten ein bisschen Ordnung schaffen, oder? Ja, erstmal mache ich hier kurz fertig bauen. Ich kann ja dann hier das Holz schon mal hinsetzen, dann sehe ich von der Höhle aus, wo das Holz hinkommt, damit ich weiß, welche Höhe ich versuchen muss freizuräumen. Also das Fußbodenholz meine ich jetzt. So, dort muss noch weg.
Müssen wir aufpassen, dass sich kein Skelett mich hier runterschießt. Hier sind immer gefährlichere Skelette im Sinne von, die schießen ja hier mit Giftpfeilen und allem Möglichen. So, setzen wir mal ein bisschen Holz schon mal. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. 1, 2, 3, 4, 5, ja, genau. So breit wollte ich das machen. Ups. Ja, das passiert auch noch. So, hier die Wand. Wie hoch ich das mache, weiß ich auch noch nicht genau. Also ich musste mich ja ein bisschen nach der obersten Höhe hier richten. Das ist eins höher als der Fußboden, den ich hier platt gemacht habe. Das heißt, im Endeffekt noch eins tiefer. Werde ich hier noch zwei nach oben drüber. Wobei dann nur eine dicke Wand ist. Unter mir geht's ab. Eine dicke Decke ist. Ja, doch, ich werde hier nochmal eine Schicht wegmachen von der Decke. Das werde ich machen. Erst einmal nach oben gehen. Es lässt sich ja alles später nochmal ein bisschen verändern, wenn ich merke, das ist so und das ist so und das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Kann ich ja alles noch ein bisschen anpassen. Das ist ja jetzt nicht so schwer. Ist ja nur Minecraft und nicht hier, dass man wirklich einen Möbelpacker herschaffen muss, um sich einen Kühlschrank umzustellen oder so. Ja, wie gesagt, das Bauen war ja eigentlich nicht mein primäres Ziel hier. Ich wollte ja eigentlich mehr erforschen. Aber um jetzt zu erforschen, ist es einfach mal wesentlich sinnvoller, jetzt auch noch ein bisschen, naja, sich Möglichkeiten zu verschaffen, besser, naja, besser durch die Welt schreiten zu können, sage ich mal. Also bessere Nahrungsmittelquellen, deswegen baue ich ja hier auch die ganzen Farmen und so. Bessere Ausrüstung, deswegen will ich jetzt auch noch ein bisschen sowas machen, dass ich jetzt Höhlentouren und so mache. Und natürlich werde ich auch so jetzt immer mal zwischendurch forschen gehen oder erkunden gehen, sage ich mal, um eben jetzt zum Beispiel das Holz zu finden, neue Biome zu finden, neue Möglichkeiten zu finden, dort Materialien ran zu organisieren oder dergleichen. Also es gibt ja noch viele unterschiedliche Sachen, die wir noch nie entdeckt haben hier. Wieso ist eigentlich meine Schippe kaputt? Werde ich mir gleich mal eine neue holen. Fisch wollte ich auch dann backen. Das ist die Breite. Cherrywood. Kurz wegwerfen, ich nehme es ja gleich wieder. So. Ich will mir nur mal eine, sozusagen, eine Linie machen, damit ich mich dran orientieren kann, wo ich baue. So. Das, den ganzen Dreck mache ich dann erst, wenn ich wieder eine Schippe dabei habe, mit weg. Ist das jetzt eigentlich hier Kreidezeug gewesen? Ja. Oh, Fossil. So. Da habe ich auch schon eine Idee, wie ich das mache. Doch. Mir kommen schon ein paar gute Ideen gerade. Mal gucken, wie die sich dann im Endeffekt umsetzen lassen. So, jetzt brauche ich wieder das Holz. Da habe ich noch sowas rumliegen, aber das hebe ich dann auf, wenn ich jetzt Zähne verbraucht habe. So. Kann ich das aufheben? Und das will ich auch noch schnell abbauen, weil können ja immer noch Knochen rauskommen und auch Knochen brauche ich ja beispielsweise. Habe ich hier noch Dreck, wo es sich nicht aufgestapelt hat? Nee. Das Lilypad werde ich ja noch mal. Mir ist aufgefallen im Tutorial-Video, habe ich das ständig, oder jemand anders ist aufgefallen, habe ich das ständig hier Kleeblatt genannt, aber ist das ein Seerosenblatt? Ja, ich und meine Wortfindung. Einfach mal unglaublich gut.
Für mich ist halt ein Kleeblatt, ne? Gut, also werde ich jetzt noch die Ecke hier wegkacken, dann wird es schon wieder gleich dunkel und dann werde ich schlafen gehen, Fische backen und dann, ja, schauen wir mal, was wir dann machen. Jetzt ist die Kerze despawned. Da habt ihr eine neue. Hier ist immer noch Höhle, da ist der Zombie, okay. Was? Ein Skelett. Gleich mal wieder Fußboden zumachen hier. So, jetzt kommen die wenigstens nicht hier hoch. Jetzt sollte ich mal wieder neue Fackeln setzen. Obwohl, wird schon dunkel, ne? Hier noch die Ecke weghacken und dort gleich das rote Holz reinsetzen. Der Spinnenwebe, sehr schön. Lass mich in Ruhe. Komisches Skelett. Hat mich das erschrocken gerade. Ey, ich wollte hier nur vorbei. Mann, Mann, Mann. Die Zombie-Geräusche hier hören sich mal an, als wenn das Schleim, ein Schleim wäre, der hier langläuft. Aber dabei sind das nur Zombies, die so Patsche-Füßchen machen immer. So, jetzt wird's auch bestimmt gleich dunkel, sage ich doch. Habe ich noch was hier rumliegen? Nee. Also ihr seht, wo es hingehen soll. Die Wände will ich auf jeden Fall noch was anderes machen, aber da hab ich mich noch nicht ganz entschieden. Entweder noch ein anderes Holz oder noch ein ganz anderes Material. Also diese Kalksachen. Ach ja, gut, noch wird's nicht dunkel. Ich wollte den Fisch sowieso hier reinmachen. Machen wir kurz mal. Haben wir hier noch Platz? Ganz wenig. Können wir die Setzlinge reinmachen? Und diese Fossilien. Bone Shard, Shell Shard, Fossil. Ob man die irgendwie zusammensetzen kann zu einem ganzen Skelett oder so? Dann hat man ein Skelett, was man hinstellen kann. Das ist ja lustig. Nee, so ist es ja nicht. Nee, was machst du hier? Schon Nacht? Nee. Noch mehr kann man erstmal hier reinräumen. Nametags. Können auch hier rüber. Kann sein, dass ich die gerade erst hier reingeräumt habe von da drüben, aber naja, ist egal. So, die verschiedenen Steinsorten hier rein. Also das mit dem Kalk an den Wänden finde ich vielleicht auch nicht dumm. Zumindest für die untere Etage, die dann sozusagen sowieso unter der Erde ist. Von daher würde das vielleicht gar nicht schlecht sein. Federfall ist sehr schön, aber das haue ich frühestens auf Diamantschuhe, nicht auf den. Schon dunkel? Ja, gut, schlafen. Nicht zu lang warten, ne? Gut, also, was ich jetzt vorhabe, habt ihr gesehen. Und wir werden aber in der nächsten Folge schon wohl mal uns wieder für eine kleine Reise vorbereiten. Beziehungsweise ich werde mich zwischen den Folgen für die Reise vorbereiten. Und nächste Folge werden wir dann mal wieder kurz ein bisschen mit Atlas unterwegs sein und ein bisschen schauen, was wir noch so finden. In Gegenden, wo wir noch nicht waren. Also zum einen eben zu suchen wegen nach Biomen und nach neuen Biomen und zum anderen zum Schauen, ob wir noch Möglichkeiten für andere Materialien finden zum Bauen und andere Sachen hier zum Beispiel andere Bären. Ich brauche ja noch ein paar Bären und dergleichen. Obwohl, das können wir noch nicht machen. Nächste Folge machen wir es noch nicht. Wir werden es wahrscheinlich erst übernächste Folge machen. Weil nächste Folge muss ich schauen, dass ich die Backpacks noch leer kriege. Ich werde das nicht alles mit euch zusammen machen, aber ich werde auf jeden Fall mit euch zusammen überlegen, wie wir die Kisten dort verteilen werden. Das heißt, wir werden nochmal nächste Folge ein bisschen da unten bauen. Also, bis dahin, tschüss!